Und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Scania R560 Toll, ne? Sieht schon mal sehr schick aus. Natürlich ein fertig gepimpter LKW. Den gab es auch früher schon für die alte ETS-Version 1.3.0. Aber diesmal ist es jetzt wieder eine Fix-Version für die ETS-Version 1.3.1, damit er zumindest hier läuft. Das Trailerkabel wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Deshalb gucken wir uns doch einfach mal an, was wir hier noch so zu machen haben. Fahrhaus bleibt gleich, genauso wie das Chassis. 560 PS steht hier unten nieder. Zack. Getrieben haben wir 12 Gänge. Im Interieur auch alles sehr schick. Sieht alles sehr schön aus. Steht schön Business Class. Sieht alles sehr toll aus. So, Lackierung bleibt klar. Anbaupunkte haben wir soweit keine. Schauen wir noch mal. Hier haben wir noch, so ein Leuchtschild hier. Gibt es diverse. Ansonsten schauen wir mal, ob wir eine Bullbar mit dabei haben. Ja, haben wir sogar dabei. Also habt ihr hier die Möglichkeit mit diesem Topline oder mit dem Scania Diesel. Sieht ganz schick aus. Am Heck habt ihr hier noch verschiedene Schmutzfänger. Ansonsten Reifen und Felgen sind natürlich inklusive. Spiegel passt auch soweit alles. Ne? Hier die Reifen und so gibt es auch verschiedene. Und Reifen auch, ja, nee, das passt. Ansonsten schauen wir im Interieur noch, ob hier noch was zu machen ist. Hier haben wir dann nichts mehr zum Anbauen. Ne? Könnt ihr ja sehen. So, jetzt gucken wir hier noch kurz mal rein. Hier sogar die Schalter sind so lackiert mit so Sternen. Ich hatte das früher mal im Dreier Golf mal, oder nee, im Zweier Golf, lange ist es her. Da hatte ich sowas auch mal, so lackierte Teile und so, voll witzig mit Sternen und so. Es war halt so in den 90er, war alles halt so, ne. Auf alle Fälle sehr, sehr schick hier, das Scania. Ja, sieht soweit ganz gut aus, so. Schöner Sound auf alle Fälle. Fahrer haben wir natürlich auch mit drin. Gucken wir noch mal kurz drüber hier vor allen Dingen. Ja, so sind wir hier diese Kleinigkeiten hier, diese Aufkleber und Zeug, was hier mit dabei ist. Sieht alles ganz schick aus. Hier auch noch so diese Fahnen und so, diese Aufkleber. Sieht alles sehr schick aus. Kommen wir zum Lichttest. Dass auch dieses Scania Diesel und den Bull, der Bullfänger beleuchtet. Haben wir ein Interieurlicht haben wir noch drin und die Rundumleuchtung am Dach gehen aber nicht. Sonst funktioniert soweit alles. Schaut ganz gut aus. Jetzt zum Interieurlicht nochmal hier oben. Kann man es nochmal gut erkennen. Zack. Sieht auf alle Fälle ganz schick aus. So, jetzt holen wir uns hier einen Trailer. Aber wie schon gesagt, Trailerkabel funktioniert leider nicht. Wir haben übrigens hier noch eine Liftachse mit dabei. Aber wir haben dazu leider keinen Sound. Ich mach's jetzt mal runter. Aber Sound ist leider keiner mit dabei. Wir haben auch, gelegt natürlich auch mit, ne? Wir haben übrigens hier einen Sound mit dabei, der klingt innen anders wie außen, ne? Ein bisschen zumindest. Also so kommt es mir zumindest vor. Naja, okay, gut. Nee, schon doch nicht. Nein. Klang besuchen vorher gerade beim Rumcruisen. So. Also, wie ihr seht hier, Trailerkabel ist nicht kompatibel, funktioniert nicht.
zum Fazit zum Scania 560 toll, ne? Es handelt sich hier um eine Fixversion für die ETS-Version 1.31. Das heißt, er wurde soweit geupdatet, damit er überhaupt im Spiel läuft. Trailerkabel funktionieren natürlich jetzt hier nicht. Da müsst ihr euch dann schon die Vollversion holen und die findet ihr natürlich bei Platinum Truck Design. Müsst ihr mal bei Facebook schauen und könnt euch die dann dementsprechend erwerben. Das ist hier natürlich eine alte Version plus mit einer Fixversion integriert, damit er überhaupt läuft. Hier sind auch übrigens 50k Wheels mit integriert in die Mod. Ja, das auch nochmal so am Rande zu erwähnen. Deshalb nochmal die ja, die Frage wegen dem, ja, dass es ein Pay-Mod ist. Okay, aber ich glaube 50k hat bestimmt was dagegen, wenn man seine Reifen hier mitverkauft. Ne? Deshalb ist sie eine alte Version, deshalb ist sie jetzt hier for free. Die neue Version müsst ihr euch dann dementsprechend da nochmal besorgen. Ansonsten, was haben wir noch alles? Kabinen-DLC haben wir keine, genauso wie Flak-DLC funktioniert auch nicht. Wir haben Reifen mit dabei, einen Bullenfänger haben wir vorne mit dabei, Interieurlicht funktioniert auch. Scania-Sound haben wir. Ja, das glaube ich war es eigentlich auch schon. Schönes Interieur ist mit dabei. Schönes warmes Lenkrad. Und läuft soweit wirklich ganz gut. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Mod. Lasst einen Däumling dafür da. Und falls Fragen sind, einfach kommentieren. In diesem Sinne, also gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.